Seid gegrüßt und willkommen zurück zu einer erneuten Folge von Tschernobylite, Staffel Nummer 6, Folge Nummer 8 und eine Gesamtfolge von 53. So, jetzt machen wir erstmal eine spannende Mission. Bevor wir die Mission antreten, werden wir hier noch ein paar Anti-Tschernobylit-Brenner mitnehmen. Ich denke mal, Materialien sehen ganz gut aus. Könnten wir schon mal ein oder zwei mitnehmen. Dietrische sind am Start. Zwei müssen reichen. Munition, Waffen, alles ist dabei. Ich denke mal, es müsste reichen. Wir haben Medikit dabei. Antistrahlenpillen haben wir dabei. Und Alkohol und eine dicke Schrotflinte. Und natürlich nicht zu vergessen, die AK-47 mit dem Schalldämpfer. Ich denke mal, da kann nichts schief gehen. Noch ein verrückter Stalker. Ist dieses Gespräch überhaupt meine Zeit wert? Verhalte dich höflich. Verrückter Stalker oder nicht. Es lohnt sich zu hören, was er zu sagen hat. Я узнаю твой голос. Ты тот парень, которого я встретил возле дуги. Зови меня Сашко. Мы можем помочь друг другу. Вырос в джунглях? Ну, конечно. Именно. В московских бетонных джунглях. Короче, мы оба кое-кого ищем. Думаю, стоит объединить усилия. Плюс меня тоже бесят эти дроиды из НАР, с которыми ты воюешь. Путаются у меня под ногами. Mal sehen, was er anzubieten hat. Frage nach seinen Absichten. Ah, wir nehmen mal das erste. Да что ты можешь мне предложить? Я знаю это место вдоль и поперек. Знаю наших врагов. И могу о себе позаботиться в драке. В любой драке. Как тебе такое предложение? Предположим, ты меня заинтересовал. Что дальше? Встретимся часа через два. Побазарим. Я буду на крыше кафе Припять в порту. Не опаздывай. Was mir aufgefallen ist, die reden sehr viel über das Duga-Radarsystem. So, wir machen die Mission Verräter in Kopachi. Oliver behauptet, dass NAR in Kopachi nach einem Flüchtigen fahndet. Wenn ich ihn zuerst zu fassen kriege, komme ich vielleicht an nützliche Informationen. Machen wir. Den Oliver schicken wir Roter Wald, Lebensmittelabwurf, denn Lebensmittel sind knapp. Dann wünsche ich ihm da schon mal viel Spaß im Roten Wald. Und euch wünsche ich auch schon mal viel Spaß bei dieser Folge. Legen wir los. Und let's go. Говорят, враг моего врага мой друг. Но можно ли доверять предателю, Игорь? Доверие очень хрупкая вещь. Тяжело построить и легко разрушить. Но ты ведь по-прежнему доверяешь мне. Правда, любимый? Tag 7, Kopachi, am Nachmittag. Dann schauen wir uns hier wie gewohnt erstmal um. Sprachbehinderung war am Start, aber ist ja hier auch kein Wunder, so viel wie man hier erzählt.
Hier auch ein schönes Frackteil. Scheint vielleicht mal ein LKW gewesen zu sein. Aber, ja. Ein bisschen neuer Lack drauf und das Ding sieht aus wie neu. Und dann geht es schon. Anti-Chernobyl-Brenner. Das werden wir jetzt ab sofort immer mitnehmen. Ah, schade, dass man kein Russisch kann. Die müssten jetzt so einführen wie bei Metro Exodus. Das heißt, wenn man sich ein Bild angeguckt hat und da war ein russischer Text zu sehen, dann wurde das auf Deutsch übersetzt. Das würde ich mir auch noch sehr, sehr wünschen. Ein Revolver. Der hat aber... Der Revolver hat aber eine Menge am Start. Verbesserung. Gezogener Lauf. Schlagringgriff. Doppelzylinder. Geschlossenes Leuchtpunktvisier. Harter Abzug. Ich würde sagen, der Tommy uns sofort im Inventar hin. Weil das lasse ich mir auf jeden Fall nicht nehmen. Und ja, das sieht schon mal sehr geschmackvoll aus. Revolvermunition. Immer mitnehmen, immer mitnehmen. Und ich denke mal, der Revolver kann sich auf jeden Fall sehen lassen. Auf jeden Fall mehr Durchschlagskraft. So. Das werden wir natürlich nicht liegen lassen. Brennbare Teile. Sehr, sehr wichtig. Mal schauen, dass wir hier auch noch ein paar Lebensmittel finden. Pilze nehmen wir mit. Das Einzige, was ich gelesen kann, steht, dass da Kopachi steht. Erinnerungsdenkmal, steht da auch ein Ja dran? Nee. Leider nicht. Also ich hatte mal eine Mission, da war Tatjana abgebildet und das ist wahrscheinlich hier so ein... Ja, kann ein NAR-Soldat gewesen sein oder er muss ja 1941, 1945. Ja, das haut schon hin. So, 1,4 Mikrosiever. Hält sich noch im Grenzen. Oh ja, was haben wir denn da Schönes? Den werden wir gleich mal killen. Oder halt auch nicht. Chemikalien, Mechanikteile. Aber leider keine Lebensmittel. Oh, 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 30 Mikrosiever. Das ist einfach zu hoch. Man muss hier wirklich halt auf alles achten.
Ja, solange er da im Haus ist, ist mir das eigentlich ganz recht. Oh, 7 Mikrosiever. Das ist schon ziemlich hoch hier. Oh, das habe ich mir schon beinahe gedacht. Strahlungswerte sind hier extrem hoch. Hier müssen wir wirklich sehr gut aufpassen. Könnten 2 sein, könnten aber auch 3 sein. Das kann ich hier ein bisschen schlecht einschätzen. Okay, sind wahrscheinlich 2, ja? Oder doch mehr. Es waren doch mehr. Man sieht sie leider sehr, sehr schlecht. Man kann nicht einschätzen, wo sie sind. Einfach nicht zu sehen. Also, das gibt's da ja nicht. Dass man die so schlecht sieht im Wald, hätte ich ja wirklich nicht gedacht, ey. Also es ist auch sehr dunkel hier, davon mal ausgenommen.
Wir nehmen die AK-47 einfach mal mit. Das werden wir dann später mal recyceln. Na, auf jeden Fall war hier erstmal wieder ein bisschen Action. Sonst wirkt ja hier auch zu eintönig. Gut, da hinten hätten wir noch was, aber Kopachi ist hier immer so eine Sache. Was zur Hölle ist das denn? Habe ich ja noch nie gesehen. Ah, da vorne bräuchten wir schon wieder die Gasmaske. Also manche Stellen im Wald... Знаю. Чёртовы самосёлы. Все они воры, бродяги и чокнутые. Почему чокнутые? А какой нормальный человек захочет жить в этой радиоактивной пустоши? Мы их вежливо попросили свалить, а они сопротивляются. Ты прав. Я бы сам сюда не совался, но платят тут получше, чем армия. Похоже, они ищут этого таинственного парня. Ja, dann sollen sie mal suchen, ne? Weil ich suche hier nämlich auch was, sondern suche hier Materialien. So, was haben wir denn jetzt hier auf noch? Eine Schrotflinte. Langer Lauf, Sturmschaft, Wärmebildsucher. Ja, dann müssen wir mal gucken, wie wir uns entscheiden. Oder wir lassen einfach alle drinnen. Aber das wäre ja auch eigentlich Blödsinn. So, brennbare Teile. Drei Meter ist das hier unter uns? Hey, hey, не стреляй! Я безоружен! Руки подними, чтоб я видел. Я так понимаю, ты и есть предатель, которого все так активно ищут. Что? С чего ты взял? Я не предатель! Я даже в НАР никогда не работал! Не буду врать. Звучит не слишком убедительно. Эти уроды реально хотят тебя найти. По радиосвязи только о тебе и говорят. Ну ладно, ладно. Я торговал с некоторыми из них иногда. Но эти придурки, они не врубаются в то, как торговать надо. Хотели меня обобрать, ну и... И что? Ну, сначала они, потом я, и пошло-поехало. Ну, сам знаешь, как оно бывает. Короче, я у них позаимствовал пару ништячков, чтобы восстановить справедливость. Само собой, им не хотелось, чтобы начальство узнало об их торговле налево. Вот они и подняли вой про предателя. Любопытно. Ага. Ну и близко не так любопытно, как ты, мой друг. Ты в зоне недавно, так? Остановился у Михаила на складе. Интересно, что ты задумал. Откуда ты это узнал? Мне нужно идти. Они, наверное, за меня переживать начали. Кто это они? Прости, не могу сказать. А теперь в сторону. Я ухожу. А вот и нет. Мы без понятия, что это за парень, Игорь. Мы его отпустим, а он помчится прямо к НАР и обменяет наши жизни на их прощение или еще на что-то. Даже не думай вот так его отпускать. По крайней мере, хорошенько покопайся в его вещах. Etwas stimmt mit dem Typen nicht, aber er klingt ehrlich.
Er darf nicht gehen, bevor ich ihn durchsucht habe. Oh Mann, ey. Okay, wir werden ihn mal durchsuchen. Прости, но я в твою историю не верю. Почему ты просто не скажешь мне, кто ты? И, кстати, дай-ка мне быстренько взглянуть на твои вещи, раз уж мы здесь. Кто я? Это не твое собачье дело. И я ни хрена тебе не буду показывать. Er scheint nicht gefährlich zu sein. Lass ihn gehen. Halte ihn auf. Es ist so riskant, ihn einfach freizulassen. Ситуация сложилась непростая. Может, ты просто воришка, а может, ты шпион. Я не могу так просто тебя отпустить. Да. Похоже, мы зашли в тупик. Ну давай, что ты тянешь? Решай уже, урод! Er scheint doch nicht gefälscht zu sein. Lass ihn gehen. Töte ihn. Er ist verdächtig und steckt wahrscheinlich mit NAR unter einer Decke. Ihn zu beseitigen ist die einzige sichere Option. Eigentlich möchte ich eigentlich mal nur ungern immer alle Leute umlegen. Sondern auch mal eine andere Wahl treffen. Aber das ist bei Chernobyl Light manchmal nicht so einfach. Wenn ich ihn gehen lasse, dann ist Oliver sauer. Wenn ich ihn umlege, ja, ist ein bisschen schwierig, ey. Ich würde ihn eigentlich gehen lassen, aber ich muss ihn wahrscheinlich umlegen. Nur aus dem Grund, weil ich sonst einen schlechten Ruf von Oliver kriege. Oder wenn ich ganz viel Pech habe, verlässt mich Oliver. Und dann steht nämlich alleine in der Base da. Das ist natürlich dann auch nochmal so eine Sache, wo man echt überlegen muss, was man macht. Klar, er könnte natürlich, klar, unter NAR unter einer Decke stecken, aber wir wissen es nicht. Deswegen ist diese Wahl auch gerade so schwierig, das so entscheiden. Wenn wir ihn gehen lassen, könnte er was verraten und unsere Base ist dann in Schwierigkeiten, sag mal. Ja, komm, dann müssen wir das zweite nehmen. Ist halt scheiße. Was willst du machen? Ist halt eine Zwickmühle. Dafür nimm ich sein Brot. Klar, ist schon kacke. Also jetzt hab ich ihm da umgelegt. Jetzt nicht nur wegen des Brot, sag mal, sondern auch, wenn er wirklich für die NAR arbeitet. Ja, dann haben wir ihm lieber mal zur Seite gelegt. Töten ungern, aber ich will auch nichts riskieren, wenn ihr versteht, was ich meine. Ihr könnt doch mal hinschreiben, wie ihr euch entschieden hättet oder gehandelt hättet. Hättet ihr den gehen lassen oder hättet ihr ihn getötet? So. Durch die Gasmaske ist natürlich hier noch alles viel dunkler geworden. Und Mikrosieber. Ist schon mal ganz ordentlich. Ich hatte da irgendwas mit 30 eben. Und immer ein Auge auf den Scanner halten. Immer im Auge behalten. Ne?
Oh, 20 Meter, das ist auch noch unter uns. Ich weiß, dass unten auch sogar eine Luke. Aber wir können das auch so machen. Oh, jetzt funktioniert hier meine Taschenlampe nicht. Ach, guck mal da. Was macht er denn da? Ich glaube, der ist hier falsch, oder? Эй, ты! Господи боже! Как ты меня напугал! Не смей больше так делать, когда я работаю! А лучше вообще никогда так не делай! Seine Gesundheit ist mir sowas von egal. Sei sarkastisch. Was macht dieser nordrische Lügner hier überhaupt? Что ты здесь делаешь? Ну, кое-кто продал мне комбинацию к этому сейфу, но... Но тебя одурачили. Так бывает, когда жадность застилает глаза. Что? Нет, жадность — это хорошо. Она движет миром. А это, ну, будем считать, это издержки профессии. Но жаль, конечно. Большие деньги за эту комбинацию отдал. Может, отмычками удастся открыть? Was hat es mit dem großen Safe auf sich? Hat jemand eine Bank ausgeraubt? Ja, eine Bank. Ich frage mich bloß wo, im Wald oder was? Frag nach dem Safe. Frag nach der Quelle der Informationen. Sie? Wer hat ihm von dem Safe erzählt? И что же это был за кое-кто? Один очень важный человек с очень серьезными связями. Да? Например? Не могу сказать. Иначе придется тебя убить. Шутка? Уж надеюсь. Er muss aufpassen, dass ich ihm nicht gleich umlege. Also ich hab seinen Kumpel da schon hinten wegen ihm Brot umgelegt. Also wir müssen aufpassen. So, frag nach dem Safe. Ты знаешь, что там внутри? Ну, наверняка что-то очень ценное. Иначе зачем это прятать, а? Боже! Надо было монтировку захватить! Или динамитную шашку! Да, динамит тут бы точно не повредил! Was hat jetzt wohl vorhat? Muss weg. Am besten erzähle ihm etwas über einen tödlichen Virus. Boah, frag nach seinem Plan, verjage ihm. Тебе очень повезло, что сейф не поддался. Да? Почему же? Очень похожий сейф украли из Нукусского химико-технологического института в Узбекистане. Ну и что? А то, что там тестировали нервно-паралитическое вещество «Новичок», ну, которое убивает при контакте с кожей. Слыхал? Господи боже! Ты уверен? Конечно, уверен. Кто знает, что еще там тестировали? Эболу, скажем, или даже оспу. Но раз уж шанс подвернулся, грех не воспользоваться, верно? Не, я пас. Не стоит оно того. Wäre schön, wenn du mal die Kurve kratzen würdest. Dann könnte ich nämlich da mal an den Safe ran. Все, заклинь его с концами. Обычно отмычки не помогут. Ja, super schlecht. Wie komme ich jetzt an den Safe ran? Wahrscheinlich ja nicht, oder? Das würde nicht mal was bringen, wenn ich da raufballern würde.
Absoluter Schwachsinn. Ja, super. Und da sind wertvolle Informationen drin. Und ich komme nicht ran. Haben wir uns wahrscheinlich uns falsch entschieden. Kein Dietrich mehr dabei. Super. Schade. Aber was bräuchten wir da? Dynamit, wie er gesagt hat. Aber wo krieg ich Dynamit her? Muss er noch einen anderen Weg gehen, um da ranzukommen. So, erstmal raus hier. Strahlung lässt grüßen. Also hier ist wirklich alles verstrahlt. Schade, ich hätte so gerne den Safe irgendwie geknackt, ey. Die Frage ist bloß, mit was? Leider kein Medikit mehr dabei. Oh, und ich weiß nicht, wo er... Es ist so dunkel, du siehst nichts. So, ich muss sie mal... jetzt hier was herstellen. Auch wieder hier eine ganz beschissene Lage wieder.
Aber dafür haben wir ein bisschen Material. Kann ja auch wieder kein Mensch wissen. Dass da wieder 2 bis 3 Soldaten rumhängen. So, das ist wieder unten. Kein Dietrich wieder, ey. Ich werd verrückt, ey. Wie viel Dietrich ist aber ja mitnehmen nächstes Mal? Nehmen wir gleich 30 Stück mit. Ah, das mit den Safe. Warte mal, wo geht's denn hier runter? Ärgert mich ein bisschen. Wie gesagt, das mit der Taschenlampe, das sollten die mal möglichst anders machen. Immer dieses an, aus, an, aus. So, wo ging das hier mal wieder hoch? Also man sieht überhaupt nichts, ey, mit dieser Taschenlampe. Absolut ultra on point. Einfach zu schwach. Die Taschenlampe. So, und man kommt ja hier auch nirgendwo mehr rein. Und für da unten brauchen wir einen Dietrich. Einen Dietrich haben wir wieder nicht. Dann müssen wir raus. Schade eigentlich. Die Mission hat er nicht geschafft. Warum auch immer. Das ist schwach. Während einer Mission, der Gefährte hat sich schwer verletzt. Er wirkt sich auf seine Verfassung und Gesundheit. Dann müssten wir für ihn mal so ein Medikit herstellen. So, das gewächst und gedeiht.
Можешь дать мне аптечку? Also sein Arm sieht wirklich schlimm aus, ey. Also wirklich. Ich brauche meinen Top-Mann in Top-Form. Спасибо. Мне уже лучше. Können wir was trainieren? Wirf ihm Außenteam wahrscheinlich. Поменяемся, Оливер? Конечно. Как скажешь. Also er könnte ihm... eine Pistole geben. Ach so. Wahrnehmung 2. Wärmebildsucher. Na komm, er kriegt von mir die dicke Schrotflinte. Und dann ist okay, sag mal. So, Dietriche. 1, 2, 3. So, erstmal 3 mitnehmen. Was wir mal herstellen müssen, ist hier, wo wir das recyceln können. Das müsste doch hier auch irgendwo sein. Blechwerkzeuge, ne. Müssen wir mal gucken, wo das drin war. Weil damit konnten wir alte Sachen recyceln, die wir nicht mehr brauchen. Ne, das war es nicht. Hier. Wiederverwerter. Ja, super. Aufheben. Den stellen wir uns mal hier hin. So, und irgendwas wollte ich hier auch recyceln. Ah, Schalldämpfer ist eigentlich sehr gut. Wir werden das hier mal recyceln. Und wir werden die Pistole mal recyceln, genau. So, dann gucken wir uns noch mal ein bisschen um. Gasmaske und Gasmaskenfilter auch noch nicht. Ja, das brauche ich absolut nicht. Produziert Revolver, Schrotflinte, Gewehr und Armbrust. Alle Arten von Verbesserung der Schrotflinte. Alle Arten von Verbesserung für das Gewehr. Bauen wir uns mal hier hin. Und dann könnten wir schon mal hier was verbessern.
Vergrößertes Magazin. Ja, Magazingröße könnten wir machen. So, Militärabzug. Scharfschützenabzug. Ja, von mir aus. Standardlauf, gezwungener Lauf. Also sind schon wirklich dicke Preise hier. Reduzierstück. Und ein Wärmebildsucher. Ja, komm, installieren wir. So, und jetzt reiche ich hier auch erstmal. Haben wir erstmal wieder genug hergestellt. Schrotflinte lassen wir drinne. Das Brot könnten wir rauspacken. Chemikalien raus. Und das Alkohol erstmal raus. So. Pilze könnten raus. Ja, das sieht so erstmal wieder ganz gut aus. Dietrische haben wir. Perfekt. Wir haben ein bisschen wieder was gebaut. Er ist auch glücklich. Sieht doch bis jetzt ganz gut aus. Игорь, проснись, ты мне нужен. Таня? Я жду тебя в жилом квартале Припяти. So, ich hoffe, ihr hattet Spaß bei dieser spannenden Folge. Und in der nächsten Runde machen wir dann wieder eine kleine Hauptmission. Dann bedanke ich mich schon mal fürs Zuschauen. Und sehen uns dann auf jeden Fall in der nächsten Runde wieder. Also, haut da rein und bis dann.